Liebes Reisetagebuch, ich bin der Stubenhocker und das ist Einsamer Wolf, Band 1, Flucht aus dem Dunkel. Achter Eintrag. Im letzten Eintrag schafften wir es in die Hauptstadt Sommerlunds, Holmgard. Wir schlenderten durch eine von Flüchtlingen berstende Innenstadt und kamen an einen Kräuterladen, den wir auch betraten. Dort warnte uns unser unvorhandene sechster Sinn vor einer möglichen Gefahr und wir haben uns noch nicht entschieden, wie darauf zu reagieren ist. An unserer Hüfte hängt eine +1-Axt, an der wir auch ausgebildet sind. Wir verfügen über volle Ausdauer, haben 4 Goldkronen im Geldbeutel und 5 Rationen im Gepäck. 5 Flaumspurtränke nennen wir unser eigen. Weiterhin einen Kampfkristall und den Kristallsternanhänger, den wir unter besondere Gegenstände mit uns führen. Das Schwert mit der schwarzen Scheide wurde uns im Gedränge leider gestohlen. Wir sind geübte Jäger und Spurenleser, können mit Tieren sprechen, verfügen über Selbstheilungskräfte und sind bereits 4-mal gestorben. Nun aber gehen wir endlich die unheilvolle Entscheidung im Kräuterladen an. Wir können uns die Waren ansehen, wovor uns der sechste Sinn nur dadurch warnt, dass er uns angeboten wird. Nutzen können wir ihn nicht, aber er taucht auf und deswegen wissen wir im Grunde Bescheid. Wir könnten den Laden aber auch einfach verlassen. Wie schon am Ende des letzten Eintrags angemerkt, starben wir, als wir das letzte Mal das Aufleuchten des sechsten Sinnes ignorierten und noch immer bin zumindest ich einer Entscheidung nicht näher gekommen. Es wäre vermutlich ziemlich dumm, wenn wir uns nicht aus dem Staub machen würden, aber ich bin nun mal so verdammt neugierig. Ach, so ein Kack. Abhauen oder sehenden Auges in eine unbekannte Gefahr latschen? Man sollte meinen, die Antwort läge auf der Hand, ne? Ach, scheiß drauf, wir alle wussten, dass ich mich für die Gefahr entscheiden würde. Also, warum laber ich hier so viel rum? Sehen wir uns die Waren einfach mal an. 213. Der Mann stellt sich als Kolanis vor, Kräuterhändler und Besitzer dieses Ladens. Er bietet dir eine Auswahl seiner besonderen Tränke an. Manche, so sagt er, steigern deine Kraft, andere machen dich unsichtbar, einige wiederum lassen deine Schritte beim Schleichen unhörbar werden und wieder andere geben dir die Macht, dich in eine Rauchwolke zu verwandeln. Dann öffnet der Mann die unterste Schublade seines Tresens und holt einen wunderschönen Zauberstab hervor, dessen türkiser Schaft mit winzigen Goldstückchen besetzt ist. Kolanis erzählt dir, dass dies eine äußerst mächtige und wirkungsvolle Waffe gegen alle bösen Kreaturen sei und dich im Kampf vor Schwertern und Pfeilen schütze. Während er etwas Unverständliches murmelt, deutet er auf die mystischen Inschriften, die den Ebenholzkopf des Stabes schmücken. Wenn du dich über den Tresen lehnen willst, um dir diese sonderbaren Inschriften genauer anzusehen, lies weiter bei 70. Willst du dich nach den Tränken erkundigen, lies weiter bei 346. Nein, über den Tresen beugen wir uns nicht. Wir sind neugierig, nicht dämlich. Vermutlich würde uns dieser Kulanis eins über den Schädel ziehen oder sowas. Erkundigen wir uns lieber nach den Tränken. 346. Der Mann erzählt dir noch einmal exakt das Gleiche. Als du ihn nach den Preisen für die Tränke fragst, wird er schroff. Was spielt das schon für eine Rolle? Sagt er und nun klingt seine Stimme kalt und abgeklärt. Dann wird plötzlich der Wandschirm umgerissen und ein junger Mann stürzt von hinten auf dich zu, einen langen Krummdolch in der Hand. Im Nu ist er bei dir und du musst mit diesem Wahnsinnigen um dein Leben kämpfen. Wort der Verrückte verfügt über eine Kampfstärke von 13 und eine Ausdauer von 20. Wenn du deinen Gegner innerhalb von 4 Kampfrunden besiegst, lies weiter bei 133. Geht der Kampf in die 5. Runde, lies sofort weiter bei 299. Ja, okay, dieser Verrückte scheint mir nicht sonderlich gefährlich. Er packt uns von hinten und sticht mit dem Dolch zu, doch blitzschnell drehen wir uns zur Seite, greifen sein Handgelenk und erlangen Gewalt über die Stoßrichtung. Noch in derselben Bewegung reißen wir die Hand des Verrückten hoch, sodass die Schneide durch den Unterkiefer stößt und von unten in dessen Mundhöhle ragt. Der Attentäter jault auf, als wir unsere freie Hand gegen seine Stirn stemmen und den Dolch ruckartig an unsere Brust reißen. Ohne an Ausdauer verloren zu haben, ziehen wir den abgerissenen Kiefer von der Klinge ab und werfen ihn achtlos über die Schulter. 133.
Als der Kräuterhändler sieht, dass du seinen Sohn erschlagen hast, dreht er sich um und flieht durch die Hintertür aus dem Laden. Das war sein Sohn? Tja, Pech gehabt, würde ich sagen. Du versuchst, die Verfolgung aufzunehmen, musst jedoch schnell feststellen, dass die Tür von der anderen Seite her verriegelt wurde. Du verfluchst diesen feigen Komplizen und kehrst zu dem Leichnam des Mannes zurück, der dich fast getötet hätte. Als du seine Kleidung durchsuchst, findest du im Innern seiner Weste einen Steckbrief. Die beiden Männer, die darauf abgebildet sind, sehen genauso aus wie der tote Jüngling und der Alte, der gerade entkommen ist. Der Text unter den Bildern weist sie als Mordral den Mörder und seinen wahnsinnigen Sohn Ward aus. Bei der Durchsuchung des Ladens entdeckst du einen Dolch und 16 Goldkronen. Ja wunderbar, damit haben wir 20. Hat sich doch gelohnt, der Gefahr ins Gesicht zu stechen. Als du den feuchtkalten Keller durchsuchst, machst du einen weiteren, noch viel grausigeren Fund. Ja, weil die Goldkronen schon grausig genug waren, oder was? Im Keller liegt die Leiche des wahren Ladenbesitzers, der von Mordral ermordet wurde, als dieser mit seinem bösartigen Sohn vor 2 Tagen hier auftauchte. Woher, frage ich mich, wissen wir, dass die beiden vor 2 Tagen hier auftauchten? Warum nicht vor 4 Tagen oder 3 Stunden? Können wir das etwa anhand des Leichenzustands bestimmen? Sind wir echt so krass? Tja, müssen wir wohl sein. Nach dieser schrecklichen Entdeckung kehrst du in den Laden zurück und untersuchst die Tränke und den Zauberstab, bemerkst aber schnell, dass es sich dabei ausnahmslos um Fälschungen handelt. Tatsächlich ist der ganze Laden voll mit billigen Imitaten und Quacksalbermitteln. Betrübt und wütend über dein Erlebnis verlässt du das Geschäft und schlägst die knarrende Tür hinter dir zu. Als du draußen auf der Hauptstraße auf eine Gelegenheit wartest, dich durch die dichte Menschenmenge zu drängen, fällt dir über deinem Kopf ein verblasstes Straßenschild an der Wand auf. Darauf steht Schattenallee. Soeben hast du zum ersten und hoffentlich letzten Mal Bekanntschaft mit der verruchtesten Gegend Holmgards gemacht. Ah, die Nocturngasse von Holmgard. Coole Sache. 9. Wie ein Blatt auf einem trägen Fluss wirst du vom Strom der Masse durch die Straßen getragen. Es kommt dir vor wie eine Ewigkeit und verzweifelt versuchst du auf den Füßen zu bleiben, doch nach der Anstrengung der letzten Tage fühlst du dich schwach und schwindelig und deine Beine sind schwer wie Blei. Als du an der Vorderfront einer alten Fachwerktaverne entlang geschoben wirst, fällt dein Blick plötzlich auf eine schmale Steintreppe, die zum Dach dieses altertümlichen Gasthauses hinaufführt. Du nimmst deine letzten Kräfte zusammen, bahnst dir einen Weg durch die Menge und beginnst die Steinstufen zu erklimmen. Auf halbem Wege hältst du kurz inne, um zu verschnaufen und deinen schmerzenden Beinen etwas Ruhe zu gönnen. Danach setzt du langsam den Rest deines Weges bis auf das Dach fort. Von diesem hochgelegenen Aussichtspunkt hast du einen herrlichen Blick über die Dächer und Türme von Holmgard und den prachtvollen Königspalast, der im Schein der Frühlingssonne glänzt. Die Häuser und Gebäude in diesem alten Viertel der Stadt sind sehr nah aneinander gebaut und es wäre gut möglich, von einem Dach zum nächsten zu springen. In der Tat benutzten viele Bürger Holmgards einst diese sogenannte Dachstiege, wenn die ungepflasterten Straßen der Stadt durch die schweren Regenfälle im Herbst nahezu unpassierbar waren. Nach den vielen Unfällen jedoch, die sich auf den Dächern ereignet hatten, erließ ein königliches Dekret im Jahre 529 MS das Verbot der Nutzung der Dachstiege. MS, was heißt MS? Markenschlucht? Denn das war ja diese krasse Schlacht mit diesem krassen Schwert. Ja, vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Nach reiflicher Überlegung beschließt du, deinen Weg über die Dachstiege fortzusetzen, da dies die einzige Möglichkeit zu sein scheint, das Chaos in den überfüllten Straßen zu umgehen und den königlichen Palast zu erreichen. Du überquerst eine Reihe von Dächern und springst ohne große Mühe über einige enge Gassen, bis du schließlich nur noch eine Straße von der großen Zitadelle entfernt an das Ende der Dächerreihe gelangst. Der Sprung zur nächsten Dächerreihe ist viel weiter als irgendeiner zuvor und dein Magen verkrampft sich, als du über den Rand in die Tiefe und auf die Köpfe der vielen 100 Menschen unter dir blickst. Du hast Zweifel, ob deine Beine noch genug Kraft haben, um dich über den furchteinflößenden Abgrund auf der anderen Seite zu tragen. Mit grimmiger Entschlossenheit entscheidest du dich schließlich zum Sprung, denn du bist viel zu weit gekommen, als dass du jetzt noch umkehren könntest. Das Blut pocht in deinen Ohren, als du Anlauf nimmst. Dann springst du ab. Ermittle eine Zufallszahl. Wenn du gegenwärtig noch mindestens 10 Ausdauerpunkte besitzt, darfst du 1 zur ermittelten Zahl addieren. Jo, haben wir. Beträgt deine Ausdauer dagegen nur noch 5 oder weniger, musst du einen Punkt von deinem Ergebnis abziehen. Ist dein Gesamtergebnis 3 oder weniger, lies weiter bei 151.
Wenn es 4 oder mehr ist, lies weiter bei 34. Warte, Sekunde. Ich muss nur über 3 kommen. Das sollte doch eigentlich kein Problem sein. Dann mal an die Würfel. Das Ergebnis lautet tatsächlich 4. Und mit der plus 1 für den Ausdauerüberschuss sind es sogar 5. Kein Problem. 34. Mit einem kraftvollen Sprung überwindest du die Kluft und landest derart hart auf dem gegenüberliegenden Dach, dass dir die Luft aus den Lungen gepresst wird und du auf dem Rücken liegen bleibst. In deinem Kopf dreht sich alles und du brauchst ein paar Augenblicke, bis dir vollends klar wird, dass du es tatsächlich sicher auf die andere Straßenseite geschafft hast. Nachdem die Benommenheit endlich verflogen ist, springst du auf und jubelst vor Freude über deinen Mut und deine Geschicklichkeit. Nein, das machen wir nicht. Wir sind cool. Und coole Dudes machen sowas nicht, Alter. Schnell findest du einen Weg über das letzte Dach und steigst an einer langen Regenrinne auf die Straße hinunter. Direkt gegenüber des Gebäudes siehst du die mächtigen eisenbeschlagenen Tore des Königspalastes. Gerade öffnen sie sich, um einen Planwagen passieren zu lassen, der von einem Gespann aus 6 großen Pferden gezogen wird. Die Pferde sind durch die lärmenden Menschenmassen verängstigt und die beiden vordersten steigen auf die Hinterläufe, wodurch eine der Radnaben des Wagens gegen das eiserne Tor schlägt und zerbirst. In dem entstehenden Durcheinander erkennst du deine Chance hineinzukommen. Kühn läufst du auf das Tor zu, schlängelst dich durch die Menge und schlüpfst an dem Wagen vorbei, während die Torwachen abgelenkt sind. Lies weiter bei 195. Okay, ich muss mal ganz kurz anmerken, dass ich mittlerweile wirklich viele schlechte Formulierungen in diesem Buch finde, von denen ich die meisten einfach kurz umschreibe. Im Prolog war das noch nicht so ausufernd und genau dafür gibt es einen recht spannenden Grund, auf den ich aber noch nicht eingehen möchte. Ich verweise auf das bald erscheinende Postskriptum und werde darin darauf zurückkommen. Darin darauf. Bitch. 195. Deine Begeisterung, den Königspalast endlich erreicht zu haben, ist leider nur von kurzer Dauer. Kaum bist du durch das Haupttor getreten und hast gerade ein Dutzend Schritte zurückgelegt, als hinter dir eine wütende Stimme erklingt. Halte den jungen Mann dort auf! Sofort werfen sich 3 königliche Gardisten auf dich und zwingen dich zu Boden. Du verlierst einen Ausdauerpunkt. Nein. Du versuchst zu erklären, wer du bist und weshalb du hier bist, aber die Wachen schenken dir kein Gehör. Ja, Alter, ich verstehe ohnehin nicht, warum du dich da reinschleißt wie ein verdammter Dieb. Du bist ein Kai-Guy. Was denkst du, was passiert, wenn du dich offiziell ankündigst? Das ist doch Quatsch. Irgendwie ziemlich dämlich, diese Passage. Sperrt ihn in den Wachraum, befiehlt der Wachoffizier und sofort wirst du fortgezerrt und kurzerhand in eine leere Zelle geworfen. Man beschlagnahmt deine Waffen und deine Ausrüstung, ebenso wie deinen Gürtel und deinen Umhang. Dann wird die Zellentür ins Schloss geworfen und mit einem Schlüssel abgesperrt. Ja, prima. Fast eine ganze Stunde verbringst du in der kalten Dunkelheit damit, über deine missliche Lage nachzugrübeln. Nachdem du den unzähligen Gefahren deiner langen Reise vom Kloster zum Königspalast getrotzt hast, erscheint es dir nun besonders grausam und ungerecht, dass man dich sofort bei deiner Ankunft auf diese Weise eingesperrt hat. Nee, Alter, das kannst du keinem in die Schuhe schieben. Du bist ein Vollidiot. Du bist da komplett selbst für verantwortlich. Du glaubst schon vergessen worden zu sein, als du plötzlich hörst, wie sich ein Schlüssel im Schloss dreht. Die Tür öffnet sich quietschend und der Wachoffizier betritt die Zelle. Er trägt einen Weidenkorb, in dem sich, fein säuberlich zusammengelegt und aufgestapelt, deine Ausrüstung und deine Waffen befinden. Ich wurde angewiesen, mich bei euch zu entschuldigen, junger Kai, sagt er und übergibt dir den Korb. Bitte folgt mir zu den Palasträumen, wenn ihr soweit seid. Der Leibarzt des Königs möchte euch sehen. Du ziehst deinen Umhang über und verstaust deine Ausrüstung. Dann folgst du dem Wachoffizier durch die unteren Korridore und luxuriösen Kammern des königlichen Palastes. Schließlich steht ihr vor einer stabilen, mit großen Messingnägeln beschlagenen Eichentür. Nachdem der Wachoffizier angeklopft hat, ertönt deine Stimme. Tretet ein. Lies weiter bei 316. Die Tür öffnet sich und du wirst in einen reich ausgestatteten Raum mit hoher gewölbter Decke und gläsernen Gitterfenstern geführt. Ein hochgewachsener Mann in weißen Roben begrüßt dich. Er steht neben einem dampfenden Kessel, in den er getrocknete Blätter und gemahlene Arzneien rieseln lässt. Er bedankt sich bei dem Offizier und dann hörst du, wie sich die Tür hinter deinem Rücken schließt. Willkommen, junger Kai. Ich sehe, ihr seid verwundet. Kommt. Lasst mich euch etwas gegen die Schmerzen geben.
Du erkennst diesen Mann als einen der ranghöchsten Leibärzte des Königshauses. Er trägt das goldbestickte Emblem einer Taube auf seiner Kappe und den Ärmeln, das Wahrzeichen seiner edlen Zunft. Nun schüttet er etwas von der kochenden Flüssigkeit aus dem Kessel in eine silberne Schale und reicht sie dir. »Mein eigenes Rezept«, sagt er stolz. Du nippst an der heißen Flüssigkeit und ein wohliges Glühen breitet sich in deinem Körper aus, als du das wohlduftende Gebräu schluckst. Du darfst dir 8 Ausdauerpunkte gutschreiben, aber achte darauf, deinen Ausgangswert nicht zu überschreiten. »Gehe ich recht in der Annahme, Sir, dass ihr von eurem Großmeister hierher gesandt worden seid?« fragt er und hängt den Kessel wieder über das Feuer. »Dank eurer Signalwarnung gestern Morgen konnte der König noch rechtzeitig eine Verteidigungslinie am äußeren Wall formieren. Der Kampf dauert noch an, aber wir werden siegreich sein. Prinz Palisar ist auf dem Weg nach Alema, um einen Teil der großen Brücke zu zerstören. Dies sollte Zerganas Vormarsch auf die Hauptstadt aufhalten, wo seine Bodentruppen als Verstärkung für diese Lufteinheiten erwartet werden. Der Feind ist stark, aber mit den Maßnahmen, die wir bereits ergreifen konnten, und den Kylords an der Spitze, möchte ich hinzufügen, werden wir diese Unheilshorden zerschmettern und sie zurück in diese finsteren Länder treiben, aus denen sie scheinbar gekrochen kamen.« Voller Bedauern berichtest du dem königlichen Heiler vom grausamen Schicksal der Kai und erzählst ihm, was dir auf deiner gefährlichen Flucht aus dem zerstörten Kloster alles widerfahren ist. Die Neuigkeiten treffen den Mann wie einen Hammerschlag. Zuerst schüttelt er ungläubig den Kopf und versucht etwas zu erwidern, aber als er begreift, was du ihm gerade erzählt hast, verschlägt es ihm die Sprache. Zitternd vor Entsetzen greift er in seine Tasche und holt eine silberne Scheibe hervor, auf deren Oberfläche das Antlitz der Göttin Ishir eingraviert ist. Wenn du ein Vordak-Juwel besitzt, lies weiter bei 271. Besitzt du diesen speziellen Gegenstand nicht, lies weiter bei 200. Tja, dann wird es wohl 200 sein. 200. Der Leibarzt des Königs begleitet dich zum Thronsaal, einer prächtigen Halle, die reich mit Kunstschätzen und den Kriegsbannern des Hauses Ulnar geschmückt ist. Die Wachen an der Tür lassen deinen Begleiter passieren, weisen dich jedoch an, im Vorzimmer zu warten. Der königliche Leibarzt betritt daraufhin den Saal, um den König von deiner Ankunft zu unterrichten. Als er zurückkehrt, teilt er dir mit, dass du eintreten darfst, er erklärt dir jedoch, er könne dich nicht begleiten, da ihm der König eine andere Aufgabe übertragen habe. Nun musst du allein vor den König treten. Der Leibarzt wünscht dir viel Glück und weist auf die große Tür des Thronsaals. Etwas unsicher betrittst du den Saal und hörst, wie sich die schwere Tür hinter dir schließt. Der König und sein Berater, Kanzler Gelden, betrachten gerade eine große Landkarte, die auf einem Marmorpodest in der Mitte des Saales ausgebreitet liegt. Neben ihnen steht auch Prinzessin Madeline, des Königs wunderschöne Tochter. Die konzentrierten Gesichter der drei sind von Sorgen gezeichnet. Der König begrüßt dich förmlich und fordert dich dann auf, ihm von den Geschehnissen im Kai-Kloster zu berichten. Ein düsteres Schweigen legt sich über den Saal, als du vom Tod deiner Kameraden erzählst und die Einzelheiten deiner gefahrvollen Reise nach Holmgard schilderst. Als du deinen Bericht beendet hast, blickt der König zum Kanzler, dann zu seiner Tochter und schüttelt schließlich sorgenvoll den Kopf. »Wir müssen auf das Schlimmste gefasst sein«, sagt er. »Lasst uns beten, dass Ishir und Kai uns vor den schwarzen Lords bewahren.« »Sekunde mal, wieso reagiert eigentlich niemand darauf, dass Prinz Palithar tot ist? Keine Tränen, kein Zerreißen der eigenen Kleider vor Trauer und Wut, schon irgendwie komisch.« In diesem Augenblick wird die mächtige Tür des Thronsaals aufgestoßen und ein stolzer Ritter mit einem Visierhelm betritt den Saal. Er ist von Kopf bis Fuß in eine silberne Plattenrüstung gehüllt und sein zerrissener und blutbefleckter Waffenrock ist mit dem Wappen eines geflügelten Pferdes bestickt, über dem drei Sterne stehen. Lies weiter bei 487. »Palithar«, ruft König Ulnar. Ich habe nicht erwartet, dich so bald wiederzusehen. Ich nehme an, du hast deine Mission an der Alema-Brücke erfüllt.« »Was? Okay, klar, das ist nicht Palithar. Palithar ist tot. Aber ganz ehrlich, als hätten wir dem König und seiner Tochter nicht von dem Tod des Sohnes und des Bruders erzählt. Das ist fucking unglaubwürdig, Digga.« Der Prinz nimmt seinen Helm ab und entbietet seinem Vater einen militärischen Salut. Dann schlägt er die gepanzerten Hacken zusammen und neigt respektvoll das Haupt. Der König dreht sich zu dir um und schaut dich an. In seinem Blick liegen Zweifel und Argwohn.
Eure Neuigkeiten scheinen am Ende doch nicht so schlimm zu sein, Kai Lord. Ich frage mich, können wir euren Worten wirklich Glauben schenken? Okay, wir haben es ihm wohl doch erzählt und das alles ist so gewollt. Naja, gewollt. Aber eben nicht gekonnt. Sorry. Prinz Pelithar erhebt den Kopf und blickt dich finster an. Dann streckt er langsam seinen Arm aus und zeigt anklagend mit dem Finger auf dich. Seine ernste Stimme hallt düster durch die Kammer. Betrüger! Der König ist von der Anklage seines Sohnes erschüttert. Er wendet sich zu seinen Wachen und ruft: Ergreift ihn! Nehmt den Kai fest! Wenn du einen Kristallsternanhänger besitzt, lies weiter bei 473. Besitzt du diesen speziellen Gegenstand nicht, lies weiter bei 113. Eieieiei, im Finale verkackt der Wolf leider so richtig, aber da kann man jetzt nichts machen. Wir haben den Anhänger und es geht weiter bei 473. Der Kristallanhänger beginnt zu vibrieren, als wäre es ein wolfskopfförmiges Amulett. Er strahlt ein gelbliches Licht ab, das nun durch den Stoff deiner Kai-Tunika dringt. Als du an deinen Hals greifst und den Anhänger hervorholst, erkennst du, dass das gelbe Licht in Wellen aus der Tiefe des Steines dringt. Seht, Vater, ruft Prinzessin Madeline. Er trägt das Amulett der Bruderschaft und es schlägt an. Dies kann nur eines bedeuten, antwortet der König und greift nach seinem Schwert. Ein Diener des Schwarzen Lords ist unter uns. Die Augen der Anwesenden richten sich nun auf Prinz Pelithar, denn mit einem Mal wird allen bewusst, dass das Amulett erst aktiv wurde, als er die Ratskammer betreten hat. Lies weiter bei 288. Der Prinz brüllt auf vor Wut und eine grauenhafte Verwandlung vollzieht sich direkt vor euren ungläubigen Augen. Die Haut seines Gesichts verfärbt sich schwarz und beginnt zu verschrumpeln, so als würde sie von einer unsichtbaren Flamme verzehrt. Dann lösen sich seine Augen in ihren Höhlen auf und weichen zwei glühenden Funken aus rotem Feuer. Seine Zähne werden länger und spitzer, bis sie an die Fänge eines blutrünstigen Wolfes erinnern. Ein Hellgast! schreit Prinzessin Madeline. Ich hier stehe uns bei! Sofort lassen sich die Wachen des Königs los. Sie ziehen ihre Schwerter und stürmen tapfer durch die Kammer, um sich auf die grauenvolle Kreatur zu stürzen. Der Hellgast macht jedoch keine Anstalten, sich gegen den Angriff zu verteidigen, und als die Wachen ihm ihre Schwerter ins Gesicht stoßen, durchbohren die scharfen Spitzen kein Fleisch. Und es fließt auch kein Blut. Unter verächtlichem, schauerlichem Gelächter zieht die Kreatur ihr Schwert. Es kann sich jedoch nicht um die Waffe des Prinzen handeln, denn sobald die Klinge die Scheide verlassen hat, beginnt sie in grellem Blau zu leuchten und verströmt einen eisigen Hauch, der dich vor Kälte und Furcht erzittern lässt. Schnell schwingt der Hellgast das verfluchte Schwert in einem weiten Bogen und die bläuliche Klinge fährt mühelos durch die Hälse der beiden Wachen und enthauptet sie an Ort und Stelle. Wenn du die Kai-Disziplin-Gedankensperre beherrschst, lies weiter bei 429. Besitzt du diese Fertigkeit nicht, lies weiter bei 52. Okay, Endboss, Bitch! 52. Der Hellgast fixiert dich mit loderndem Blick und richtet einen mächtigen mentalen Angriff gegen deinen Geist. Plötzlich ist dein Kopf von furchtbaren Schmerzen erfüllt. Du schreist auf und fällst auf die Knie. Du verlierst 3 Ausdauerpunkte. Nein, nur 2. Damit sind es 22. Nach einiger Zeit, die dir wie eine qualvolle Ewigkeit erscheint, wird der Angriff langsam schwächer und bricht schließlich ganz ab. Während du benommen und zitternd am Boden kniest, bricht der Hellgast in ein schreckliches Gelächter aus. Ihm ist nun klar, dass du seinen übernatürlichen Kräften nichts entgegenzusetzen hast. Lies weiter bei 382. Prinzessin Madeline läuft zu ihrem Vater hinüber, der sich inzwischen von dem Hellgast zurückgezogen hat und nun hinter seinem Thron Schutz sucht. Kanzler Galdin hingegen übernimmt den verzweifelten Versuch, die Tür zu erreichen, um die Palastwache zu alarmieren. Er ist nur noch wenige Schritte von der geschlossenen Tür entfernt, als der Hellgast aus Prinz Pelithars Waffenrock einen Dolch zieht, dessen messerscharfe Stilettspitze in einem feurigen Rot glüht. Der Hellgast zielt jedoch nicht auf den fliehenden Kanzler, sondern wirft die verhexte Klinge beiläufig in die Luft. Mitten im Flug ändert die Waffe plötzlich die Richtung und rast pfeilgerade auf den Rücken des Kanzlers zu.
Sie trifft ihn im Nacken und durchtrennt ihm das Rückgrat zwischen den zweiten und dritten Halswirbel. Kanzler Galdon ist tot, noch bevor sein Körper auf dem Marmorfliesen aufschlägt. 13. Der Hellgast wendet sich an König Ulna und Prinzessin Madeline und unterbreitet ihnen ein beängstigendes Angebot. Gebt mir den Kai und eure Leben sollen verschont werden. Willst du dich dem Hellgast ausliefern, um deinen König und der Prinzessin das Leben zu retten? Lies weiter bei 523. Wenn du sein Angebot dagegen als grausame Täuschung abtun willst, lies weiter bei 138. Ja, nehmen wir den letzten Satz doch einfach als gut gemeinten Hinweis. Das Angebot ist eine Täuschung, klar. 138. König Ulna ist voll und ganz deiner Meinung. Du musst uns für erbärmliche Narren halten, zu denken, dass wir einem der üblen Schergen Zirganas auch nur ein einziges Wort glauben würden. Daraufhin greift er an die linke Armlehne seines Throns und öffnet ein Geheimfach, in dem sich ein kleiner Hebel befindet. Als er ihn zieht, beginnt draußen im Vorraum eine Alarmglocke zu läuten, die mehr Männer der königlichen Garde in den Thronsaal ruft. Bisschen spät, was? Der Hellgast reagiert, indem er mit großen Schritten auf die geschlossene Tür zugeht und den schweren Riegel vorzieht. Die Kreatur steht nun mit dem Rücken zu dir und instinktiv nutzt du diese Möglichkeit zum Angriff. In deiner Nähe hängen zwei Jagdarmbrüste und ein Köcher voller Bolzen an der Wand. Du greifst dir eine der Armbrüste und spannst die Stahlsehne. Dann legst du einen Bolzen ein und zielst so schnell du kannst. Ermittle eine Zufallszahl. Wenn du die Kai-Disziplin Waffenkunde einer beliebigen Waffe beherrschst, zähle 1 zur ermittelten Zahl dazu. Ist dein Gesamtergebnis 2 oder weniger, lies weiter bei 313. Wenn es 3 bis 6 beträgt, lies weiter bei 549. Beträgt es 7 oder mehr, lies weiter bei 106. Alles klar, die plus 1 durch unsere Waffenkunde plus den nun folgenden Wurf ergibt 6. Weiter bei 549. Der Bolzen trifft den Hellgast in den Rücken und die gehärtete Stahlspitze schlägt glatt durch den platten Harnisch der Kreatur. Der Einschlag schleudert den Untoten mit dem Gesicht voran mit solcher Wucht gegen die Tür, dass jedes gewöhnliche Wesen sofort getötet würde. Doch der Hellgast ist kein gewöhnliches Wesen. Langsam dreht er sich zu dir um und du kannst die Spitze des Armbrustbolzens sehen, die einige Zentimeter aus seiner Brust herausragt. Der grausame Untote stößt ein Gelächter aus, das dir das Blut in den Adern gefrieren lässt und greift nach dem Bolzen, um ihn mit einem Ruck aus seinem Körper zu ziehen. Dann reißt der Hellgast den Arm empor und schleudert den Bolzen mit unglaublicher Kraft zu dir zurück. Ermittle eine Zufallszahl. Wenn du die Kai-Disziplin Jagd beherrschst, darfst du 2 zu deinem Ergebnis addieren. Wenn dein Gesamtergebnis 4 oder weniger beträgt, lies weiter bei 336. Beträgt es 5 oder mehr, lies weiter bei 515. Jo, die plus 2 der Disziplin Jagd plus den nun folgenden Wurf ergibt wieder 6, sehr gut. 515. Instinktiv weichst du zur Seite aus, um dem Geschoss zu entgehen und so streift die Stahlspitze lediglich deinen Nacken und verletzt dich nur leicht. Du verlierst 2 Ausdauerpunkte. Nope, nur einen. Lies weiter bei 250. Mordlust glitzert in den furchterregenden Augen des Hellgast, als er auf dich zukommt. Die Tür der Kammer erbebt nun unter wuchtigen Schlägen und Holzsplitter regnen in den Raum, während sich die königliche Leibgarde unermüdlich Zutritt verschafft. Ja, man kann sich nicht unermüdlich Zutritt verschaffen, man kann es höchstens unermüdlich versuchen. Die Kreatur hebt ihr Schwert und das unheimliche blaue Leuchten der Klinge wird zunehmend stärker. Nun weicht Prinzessin Madeline von der Seite ihres Vaters und stürmt voller Verzweiflung auf die Kammertür zu. Du nimmst an, dass sie vorhat, die Tür zu öffnen, doch als sie den Leichnam Kanzler Galdons erreicht, bleibt sie stehen und kniet neben dem erschlagenen Staatsmann nieder, um den scharlachroten Dolch aus seinem Nacken zu ziehen. Nur eine magische Waffe kann die Bestie vernichten, ruft sie. Nehmt diesen Dolch, tapferer Kai! Mit diesen Worten legt sie die Waffe ab und lässt sie über den Marmorfußboden auf dich zuschlittern. Der Hellgast versucht noch, den Dolch mit der Klinge seines Schwertes abzufangen, doch sein Versuch schlägt fehl und für einen kurzen Moment siehst du Furcht in seinen rotglühenden Augen. Du bückst dich und greifst nach dem Dolch, als er kurz vor deinen Füßen zum Liegen kommt. Vermerke diese Waffe als Hellgast-Dolch auf deinem Aktionsblatt. Du musst deine gegenwärtige Waffe gegen den Dolch austauschen. Ja geil, dann legen wir den +1 Streitkolben weg. Die Axt behalten wir natürlich.
Voller Furcht stößt der Hellgast einen Schrei aus, der dir das Blut in den Adern gefrieren lässt und stürmt auf dich zu. Wie oft soll denn mein Blut noch gefrieren, Alter? Und stürmt auf dich zu, während er seine blau leuchtende Klinge wie wild über seinem grässlichen Skelettschädel kreisen lässt. Wenn du die Kai-Disziplin-Gedankensperre beherrschst, lies weiter bei 94. Besitzt du diese Fertigkeit nicht, lies weiter bei 474. Ja, dann wohl 474. Als er dich angreift, stößt der Hellgast eine mächtige Welle psychischer Energie aus, um dich noch vor seinem ersten Schlag zu schwächen. Du beißt die Zähne zusammen, versuchst den Schmerz in deinem Kopf zu verdringen und machst dich bereit, dem Angriff dieser schrecklichen Kreatur zu begegnen. Du verlierst 2 Ausdauerpunkte. Nein, wieder nur einen. Noch haben wir 23. Lies weiter bei 94. Der purpurne Dolch liegt heiß in deiner Hand, als du dich unter dem ersten Schwerthieb des Hellgast hinwegduckst. Gewandtheit ist dein einziger Vorteil gegen diesen furchteinflößenden Feind, und so tänzelst du hin und her, um ihn aufrecht zu erhalten, während die tödlichen Hiebe der grausamen Kreatur um dich herum durch die Luft zischen. Der Hellgast verfügt über eine Kampfstärke von 22 und eine Ausdauer von 30. Diese Kreatur ist immun gegen den Gedankenstrahl. Wenn du diesen verzweifelten Kampf auf Leben und Tod gewinnst, lies weiter bei 550. Okay, mit dem Hellgast-Dolch in den Händen begegnen wir dem Ansturm der Bestie. Ihr Schwert saust mehrfach auf uns herab, doch gelingt es uns mühelos, die Hiebe zu parieren. Der Schlagwirbel ist allerdings so dicht, dass wir selbst keinen Angriff anbringen können. Immer wieder trifft Stahl auf Stahl, bis es uns schließlich gelingt, einen der Hiebe so abzulenken, dass sich die linke Flanke des Monstrums öffnet und wir den magischen Dolch durch die Rüstung in sein Fleisch rammen können. Flugs ziehen wir ihn wieder heraus, wonach uns ein Schwall grünen Blutes begrüßt. Der Hellgast weicht zurück und schaut ungläubig nach unten. Wir schnellen vor und landen einen weiteren Treffer. Diesmal dort, wo bei einem Menschen das Herz säße. Eine kurzlebige Ewigkeit lang starren wir einander in die Augen. Dann drehen wir den Dolch herum und der Hellgast sackt in sich zusammen. Unsere Ausdauer sinkt auf 18. Wir sind fraglos absolut OP. 550. Die skelettartige Gestalt zerfällt nun rasch, bis von ihr und dem scharlachroten Dolch nur noch feiner Staub in der Silberrüstung des Prinzen übrig bleibt. Streiche nun den Hellgast-Dolch von deinem Aktionsblatt. Ach, schade. König Ulna und Prinzessin Madeline eilen durch die Kammer auf dich zu, umarmen dich und loben deinen heldenhaften Sieg über diesen tödlichen Feind. Du hast mit Geschick und großer Tapferkeit gekämpft, so wie man es von einem wahren Kai-Lord erwartet. Dadurch konntest du dem König und der Prinzessin das Leben retten und sie aus den tödlichen Klauen von Zeganas Diener befreien. Ihr habt uns noch immer nicht euren Namen verraten, edler Kai, sagt Prinzessin Madeline. In ihren strahlenden blauen Augen glänzen Tränen der Freude und der Erleichterung. Lau, willst du gerade sagen, doch dann denkst du kurz nach und erwiderst schließlich: Einsamer Wolf. Mein Name ist Einsamer Wolf. König Ulna löst den Riegel, der die Tür bis jetzt verschlossen hielt, und sofort stürzt eine Flut von königlichen Leibwächtern und besorgten höfischen Würdenträgern in den Raum. Als er berichtet, was geschehen ist und wie du ihn und die Prinzessin vor dem Hellgast gerettet hast, applaudiert man dir spontan für deinen Heldenmut. Mit einem breiten Lächeln auf dem Gesicht kommt König Ulna nun auf dich zu und nimmt deine rechte Hand in die seine. Einsamer Wolf also, ja? Ihr habt Selbstlosigkeit und Mut bewiesen, die Tugenden eines wahren Kai-Lords. Eure Reise hierher war äußerst gefahrvoll, und obwohl die Neuigkeiten, die ihr überbrachtet, ein schlimmer Schlag für uns waren, ist eure Entschlossenheit doch ein Leuchtfeuer der Hoffnung für uns alle. Ihr habt ruhmreich gekämpft und dem Andenken eurer Meister große Ehre erwiesen, und dafür preisen wir euch. Dann hebt der König seine Hand. Ihr habt alles getan, was man sich von einem treuen Sohn Sommerlunds nur wünschen kann. Doch noch immer brauchen wir euch. Der schwarze Lord Zeganer ist zu neuer Macht aufgestiegen und sein Ehrgeiz kennt keine Grenzen. Unsere einzige Hoffnung liegt nun in Durenor, denn dort ruht die Waffe, mit der einst die schwarzen Lords besiegt wurden. Einsamer Wolf, ihr seid nun der Letzte der Kai. Nur ihr verfügt über die Fähigkeiten, die uns retten können.
Ich muss euch daher bitten, die lange Reise nach Durenor anzutreten und mit dem Sommerswert, dem Schwert der Sonne, zurückzukehren. Nur mit diesem Geschenk der Götter werden wir in der Lage sein, den verfluchten Zirganer und all das Böse, das er mit sich führt, zu besiegen und unser geliebtes Land zu retten. Wenn du König Ulnars Auftrag erfüllen und das sagenumwobene Sommerswert aus dem Lande Durenor zurückbringen willst, dann kannst du dein Abenteuer mit dem zweiten Band fortsetzen. Es trägt den Titel Feuer über den Wassern.